Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der weiteren Folge Let's Play ETS 2. Ich wollte eigentlich vor der Folge gucken, was für eine Folge wir uns gerade, in welcher Folge wir uns gerade befinden. Aber ich habe es dann doch irgendwie gerade doch nicht mehr gemacht, warum auch immer. Ja, wir fangen dann erstmal an mit, letztendlich einmal um eine kleine Bedankung für Juli, der mir einen Skin gemacht hat für die LKWs bzw. für die Trailer. Und darum möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Er hat da mein Logo raufgeknallt und so, nachdem wir uns so ein bisschen besprochen haben, was richtig klasse ist. Und später kommen wir dann noch zu was anderem und dazu will ich aber bis jetzt noch nichts weiterhin verraten. Dadurch, dass das sonst die Spannung wegnimmt. So, danach habe ich ja in den letzten Folgen die ganzen Fragen beantwortet. Und nachdem ich, die Aufnahme beendet habe, kamen dann doch noch die sämtliche Fragen rein, die ich dann jetzt nochmal die Gelegenheit für nutzen wollte, um die jetzt nochmal zu beantworten. Und das tun wir auch gleich mal, weil ich habe hier irgendwie gerade schwere Sicht oder ist alles so ein bisschen neblig. Ach ja. Na, du tickst ja auch ganz richtig da, wa? Ey, ich glaube, so weit kommt das hier noch. So gibt's so aber nicht, mein Freund. Ja, es ist ganz schön neblig. Das hatte ich ja auch so noch nie in der ETS. Das ist ja auch krasse Sache. So, ich mache einmal hier meinen Kopfhörer ein bisschen leiser und dann können wir das loslegen. Ach so, genau. Und bevor ich die Fragen eigentlich noch beantworte, ich hatte ja erzählt hier die ganze Zeit von wegen Schnee und was, ne, und wie das Wetter bei euch ist und so ein Kram, ne. Heute Morgen stehe ich auf und dann habe ich doch, hier gehen wir mal eben pennen, habe ich festgestellt, auf einmal fing das hier auch an zu schneien. Ja, hallo? Leute, wir haben April. Ja, und es schneit. Ja, ich meine, klar, ich bin jetzt hier auch in Norwegen und so, aber, hallo? April, Freunde, April. Na, aber naja, wir wollen mal schauen, wie das enden wird und so, aber ich bin da mal ganz gespannt. So, wir könnten ja jetzt rückwärts fahren, genau. So, mal schauen, wann wir den ersten LKW finden und ich glaube, da kommt er noch nicht. Aber mal schauen, wann wir den ersten LKW dann doch erblicken werden. Bin mal gespannt, ob das überhaupt funktioniert, wie ich das hier eingebaut habe. Aber das müsste eigentlich, weil ich das in meinem Singleplayer-Dings schon eigentlich probiert habe. Von daher sollte das funktionieren. So, Fernlicht können wir erstmal ausmachen. Gut, dann kommen wir zu der ersten Frage. Hast du früher Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon gespielt? Du, da muss ich dich leider enttäuschen. Nein, habe ich nicht. Ich habe es zwar ab und zu mal bei Kollegen mir angeguckt, aber das war mir dann doch ein bisschen zu... Ja, wie soll ich sagen, ne? Hat mich nicht so wirklich interessiert, muss ich sagen. Auch wenn ich da vielleicht einer der wenigsten bin, aber nö. Keine Lust gehabt, kein Bock, brauchte ich nicht. Nö, ganz einfach. Nein, habe ich nicht. Kommt, glaube ich, so eine ähnliche Frage, ob ich nach der Schule RTL 2, was weiß ich, Pokito, wie auch immer man das ausspricht, geguckt habe. Und nein, habe ich auch nicht. Ich gucke auch allgemein nicht so viel Fernsehen. Und, Freunde, geiler Skin, Alter, geiler LKW. Ne, da habt ihr ihn gesehen. Vielen Dank nochmal an dich, wenn du das Video guckst, ne, mein Freund. Das finde ich echt super geil. Also da muss ich echt sagen, das ist richtig, richtig geil. Muss ich echt vielen herzlichen Dank nochmal sagen. Und ich werde das wahrscheinlich auch noch, weiß nicht wie oft, nochmal wiederholen. Aber ne, danke. So, kommen wir zu der nächsten Frage. Warte, ich muss ja erstmal vorsichtig um die Kurve kommen, bevor ich hier links gucken kann. Fahren wir da noch drum. La la la. Was war die nächste Frage? Hilfe. Ich
Bin hier irgendwie gerade in der Reihe verrutscht. So, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ah, hier kannst du gar nicht irgendwo anders hingucken. Hier muss ich die ganze Zeit auf die Straße konzentrieren. Ich stelle das Ding jetzt mal auf die andere Seite. Dann brauche ich nicht so weit weggucken. Dann habe ich das andere hier alles noch so ein bisschen Blickfenster. Das ist hier alles Multitasking und so ein Käse und ja. So, ja, so ist, glaube ich, recht gut. Jetzt habe ich hier mal neue Position ausgewählt und so. Das ist, glaube ich, ganz okay jetzt. Und ja, komm, sieh zu da vorne. Ja, die nächste Frage ist, wie sieht's aus mit Shooter-Games? Ja, die werden auch kommen. Keine Panik. Warte, ich muss ja erstmal gucken am Bahnübergang, ob da irgendwas kommt oder nicht. Aber da kommt was, sehe ich, oder? Nö, es ist anscheinend frei, aber die fahren ja alle zu langsam. Komm, wir überholen den einfach mal. Ich habe keine Lust zu warten, Junge. Überholen den jetzt, komm. Scheiß drauf, weiß ja eh keiner. So. Willst du auch welche Let's Playen? Ja, werde ich. Ich habe alles noch so ein bisschen in Planung. Das kommt alles noch und da braucht ihr keine Panik zu haben. Aber im Moment habe ich ja erstmal 4 Projekte im Prinzip und wenn ich da jetzt noch ein 5. reinhaue, dann komme ich da, glaube ich, zeitlich überhaupt gar nicht mehr hinterher. Deswegen möchte ich jetzt erstmal eins so weit fertigstellen und irgendwie mal, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, abhaken oder irgendwann dann mal pausieren oder so. Ich hatte ja jetzt so ein bisschen den Landwirtschaftssimulator vernachlässigt, muss ich ja sagen. Dadurch, dass ich im Moment sowieso mehr Bock habe auf ETS und Minecraft und Happy Wheels und so. Aber ich muss da jetzt sowieso wieder ran und von daher wird es auch da weitergehen. Aber natürlich kommen auch die ganzen anderen Spiele noch, die anderen ganzen anderen Games, die ich noch in Planung habe. Also von daher wird da noch ein wenig was kommen. Hallo? Kollege. Schneidest du hier die Kurve, ey, Junge. Mein junger Freund, so aber nicht hier. Ah, jetzt schneide ich auch die Kurve. Naja, alles klar. Ja, die Folge, die soll übrigens heute noch raus. Ich bin auch schon wieder ein bisschen spät dran, deswegen muss ich jetzt hier mal so ein bisschen hinne machen, ne? Dass ich die Zeit hier einfach mal voll kriege. Ja, die nächste Frage ist, eigentlich, ich muss sie mal kurz suchen. Sekunde. Alter, das ist hier voll Multitasking und so, das kann ich gar nicht. Doch, das kann ich wohl, aber ich muss hier immer so eine Stelle raussuchen, wo ich jetzt mal so gucken kann. Hast du Minecraft gekauft? Ja, habe ich, ne? Wie sich das gehört. Was ist das für eine Frage? Nein, ja, nee, habe ich. Oh, wenn ja, ist es sein Geld wert? Ja, es ist sein Geld wert, weil du einfach den Producer, den Gamemacher einfach damit unterstützt und ansonsten einfach auch nirgendwo mit auf den Server kommst, es sei denn, sie sind natürlich crackled, was natürlich doof ist. Ja, und ansonsten, natürlich ist es sein Geld wert. Die nächste Frage. Alter, der hat ja hier Fragen gestellt. Ist immer. Naja, okay. Sehr schön. Übrigens, ihr könnt natürlich auch noch eure ganzen Fragen weiterhin stellen. Das ist alles gar kein Problem. Die werde ich so oder so noch irgendwie wieder mit reinziehen. Und von daher könnt ihr immer noch weiter Fragen posten. Wow. Kurz gucken. Alter, wir fahren fast 100, ey. Krass. Krass, baby. Damn. Ja, wir sind, glaube ich, gleich in Polen. Wir können ja mal auf die Karte gucken. Klick, Karte. Oh, da sind wir ja gleich. Yeah. Dauert nur noch ein bisschen, die ganze schnörkeligen Kram. So, nächste Frage ist, welches Antivir-Programm benutzt du?
Ich benutze zurzeit noch Norton, aber das fliegt auch die Tage. Und ja, aber Norton benutze ich. Was benutzt ihr denn so? Hilfe, Hilfe. Noch mehr Hilfe. So, nee, was benutzt ihr denn so? Dann könnt ihr ja mal auch mal irgendwie schreiben oder so, was ihr dann so benutzt. Und dann können wir ja mal gucken, wer so das Geilste oder wer so das Bessere hat. Das wäre auch mal ganz interessant so eigentlich, ne? Gut. Jo, jetzt müssen wir ja mal hier zusehen. Alter, ey, die ganzen lahmen, arschigen Kröten, ey. Ich würde den ja jetzt am liebsten überholen, aber da kommt was. Runterschalten. Ich glaube, hier hatte ich noch irgendwo eine Frage. Warte, ich muss sie mal raussuchen, weil die nicht mit unter diesem Dingensen war. Muss ich die jetzt selber mal suchen? Ne? Ich habe ja extra so ein Dings gemacht, dass ich gesagt habe, dort könnt ihr alle darunter posten, aber ihr habt einen, irgendjemand hat es natürlich wieder nicht gemacht. Dadurch muss ich die jetzt noch raussuchen, damit derjenige da natürlich auch nicht beleidigt ist. Sekunde, ich suche mal eben. Während ich am Fahren bin, ja, wird heute eine ganz ruckelige Fahrt. Aber da müssen wir wohl durch. Oh, da haben die Bauern ja auch noch ein bisschen was zu tun, wa? Hier so Ballen fahren. Boah, ich komme hier voll in Schlenkern, Junge. Achtung, ich komme. So, weiß Bescheid. Wow, shit. Alter, jetzt muss ich ja mal. Concentration, Concentration. Ach ja. So, Frage war wo? War wie was wo? Alter, Scheiße, Mann. Junge, pass auf, wo du lang fährst. Alter, pass auf, Leute. Ich würde von der Straße runtergehen, denn heute bin ich hier unterwegs irgendwie. Das ist ganz böse, ganz böse. Alter, Mann. Das ist richtig böse heute. Vor allem so, ey. Alter, Scheiße. Naja, wird eine ganz amüsante Fahrt hier heute, ne? Freunde der Sonne. So, jetzt muss ich aber mal gucken hier, wo die Frage steckt. Ich finde sie gerade das nicht. Naja, okay. Ja, dann muss ich die wohl nächstes Mal oder so. Oder ich finde die jetzt die gleich noch in den nächsten, keine Ahnung, wie vielen Sekunden. Und und dann nehme ich sie noch mit rein. Alter. Hier geht's ja voll ab, ey. So, ja, was machen wir? Wir haben noch 8 Kilometer vor uns, das heißt 8 Minuten, ne? 7 Minuten jetzt noch und 7 Kilometer und dann sollten wir auch denn in Polen sein, beziehungsweise wir sind ja schon in Polen, aber in unserem neuen Ort in Polen und dann haben wir es geschafft. Ja, ich kann es nicht aussprechen. Also herzlich willkommen in Sigwinsen. Und ist natürlich ein sehr schicker Ort, ist natürlich sehr cool gemacht hier. Und ja, gefällt mir hier. Also wenn ich einen zweiten Wohnsitz haben wollte, dann auf jeden Fall in Sigwinsen. Und ja, dann werde ich natürlich hier wohnen bleiben und hier alles erkunden und so einen ganzen Pipapo und Tralala. Ja. So, kommt ihr da in die Puschen oder wie sieht das aus, Freunde? Nö. So. Ja. Aber ich glaube, ich finde die Frage jetzt. Pass auf. Dadurch, dass da jetzt sowieso die Ampel rot ist, habe ich ja Zeit, ne? Ja, Zeit erstmal hier zu bremsen und runterzuschalten. Und dann kann ich auch mal kurz auf die Frage gucken. Wenn ich sie dann finde. Ah, hier. Ach ja, eine der Lieblingsfragen sogar. Ja, sehr gut. Alles klar. Die Frage lautet: Mit welchem Programm machst du die Videos und wie? Also, Videos mache ich erst einmal. Ja, war ja klar. Mache ich erst einmal mit Fraps. Ne, mit Fraps mache ich die Videos oder Fraps oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich nenne es Fraps.
Mit dem mache ich Videos und wie, die Frage verstehe ich da nicht ganz. Wenn du die nochmal besser stellen könntest, dann bitte ich dich darum. Dann kann ich diese natürlich auch noch mit beantworten und ansonsten nicht. Nee, aber wie, weiß ich nicht, wie du das meinst. Ne, also derjenige, der die Frage gestellt hat, der kennt sich ja, er kennt sich ja dann, wenn das Sinn macht, ja. Ne? Ich weiß nicht, wenn ihr natürlich als mit Namen benannt werden wollt, dann könnt ihr das natürlich dazu schreiben, dann benenne ich euch auch mit dem Namen. Ne, dann kann ich hier sagen, ne, wer die Frage gestellt hat, das ist natürlich gar kein Problem, das kriege ich alles hin. Na, also ich sage das jetzt im Moment erstmal nicht, weil ich weiß nicht, ob ihr das wollt oder halt nicht. Und falls dann jemand da sagt, ich wollte gar nicht genannt werden und so, bla bla, weißt du, dann sage ich natürlich, ne, mache ich das erstmal nicht. Aber wenn ihr natürlich wollt, dann kann ich das natürlich tun. So, kommen Sie zu, ich will jetzt nach Hus. Sehr schön. So. Ja, haben wir gleich zwei Gänge hochgeknallt, das geht natürlich auch. Und Ihre Lieferung wird bald erwartet. Ja, wir sind ja schon da, Mann. Keine Panik auf der Titanic. Keine Panik. So. Ah, oh, perfekt, perfekt. Gerade wird die Ampel grün. Das ist natürlich sehr schön. Ich weiß gar nicht, was der hier jetzt so. Jetzt fahren wir hier rein und dann haben wir auch fertig. So, meine Freunde. Da sind wir und ja, in diesem Sinne mache ich hier erstmal einen kurzen Stopp und bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und ja, bewertet es und haut einfach rein, bleibt sauber und diesen ganzen Tralala. Und bis dahin, ciao, euer Bauer. Tschüss.